Wir möchten dir die Möglichkeit geben, deinem Gefühl, das du zurzeit hast, Raum zu verschaffen und Ausdruck zu verleihen. Für das, was dir an Leichtem im Leben begegnet, in meine Feder, leg sie auf den Altar. Für das, was dir gerade schwer auf der Seele liegt, in meinen Stein und bring ihn zum Altar. Wenn du für einen anderen Menschen beten möchtest, nimm eine Kerze als Symbol, zünde sie an der Altarkerze an. Stell sie auf den Altar. Bring zum Ausdruck, was dich bewegt. Zum Zeichen der Gemeinschaft hat Gott uns Brot und Kelch gegeben. Teilt das miteinander in den Hausgemeinschaften oder wenn du alleine bist, mit dir. Nimm eine Traube, nimm ein Stück Brot, das wir zu einem sogenannten Abendmahl to go zusammengestellt haben, und vergiss am Ende das Bibelwort nicht, das dir Mut machen soll und dich in die Woche begleiten. Vielleicht möchtest du jetzt in diesem Moment mit einem Menschen sprechen, weil dir etwas durchs Herz geht. Komm hier in diesen geschützten Raum, wir beten und wir segnen, wir hören zu und wir teilen miteinander, was uns auf dem Herzen liegt. Du möchtest aus einem Gedanken, der dir gerade durchs Herz oder durchs Hirn geht, ein Gebet machen? Dann komm in unsere Gebetsecke, nimm eine Karte, schreibe dein ganz persönliches Gebet auf, häng es an diese Wand und teile es mit uns.